Guten Morgen, liebe Radfreunde. Ich habe mich heute Morgen von zu Hause aufgemacht, nach Frankfurt hier, habe geparkt an der Isenburger Schneise und will heute mal den Grüngürtel in Frankfurt fahren. Das ist eine schöne Tour zum Teil um Frankfurt herum. Alles weitere dazu werde ich noch von unterwegs sagen. Und bis gleich. Ja, eben bin ich gerade an der Polizeipferdegarde vorbeigefahren, also bewacht sind wir hier in Frankfurt auch gut. Ja, wir haben jetzt Ende Oktober, schönes Herbstwetter heute. Wie gesagt, gestartet bin ich an der Isenburger Schneise hier durch den Frankfurter Wald und wir haben jetzt noch ca. 1,8 Kilometer bis zum Goethe-Turm. Da mache ich mal kurz Halt und so 6,7 Kilometer sind es nach Offenbach. Sind wir am Goethe-Turm angekommen und zwar der Goethe-Turm wurde 1931 erbaut, ist 43,3 Meter hoch und hat 196 Stufen. Wie ich am Goethe-Turm angekommen bin, habe ich mir erst mal kurzarm angezogen, weil jetzt wird es schon ein bisschen wärmer. Heute soll es eh nur am Tag geben, Ende Oktober. Ja, und was ich noch zum Goethe-Turm sagen wollte, der fiel 2017 genau einem Brand zum Opfer. Das war Brandstiftung und wurde wieder neu aufgebaut und seit 2021 kann man den wieder begehen.
Am Mainufer bin ich jetzt angekommen. Zuvor bin ich noch durch Oberrad gefahren und jetzt geht's weiter Richtung Offenbach. Während ich jetzt den Mainradweg entlang fahre, noch mal ganz kurz was zum Grüngürtel. Der ist ca. 68 Kilometer lang. Wie gesagt, es geht erstmal bei mir jetzt auf jeden Fall hier durch den Frankfurter Stadtwald. Dann waren wir am Goetheturm vorbeigefahren. Man hat hier auch eine schöne Aussicht auf die Frankfurter Skyline. Den Main geht es entlang und dann später geht es auch noch die Nidda entlang. Und vieles mehr. Passiert. Nächster Ort ist dann Fechenheim und jetzt sind wir auf der Höhe von Offenbach-Bürgel. Bei Bergen-Enkheim habe ich gerade die A66 überquert. An dem Schild hier, Wiesen für Insekten, kann man hier hochgehen und da gehe ich jetzt mal hoch. Von hier oben aus hat man eine schöne Aussicht hier auf den See. Und wir befinden uns hier im Naturschutzgebiet Enkenheimer Ried. Hier im Enkenheimer Ried, im Naturschutzgebiet, ging es jetzt hier den Berg schon hoch. Aber ich habe hier eine schöne Bank gefunden. Es hat sich gelohnt, hier den Berg hochzufahren. Und da werde ich jetzt eine Mittagspause machen.
Wir befinden uns jetzt hier am Bischofsheimer Hang. Die hohe Straße bei Bergen. Ja, das war jetzt mal eine schöne Mittagspause hier auf dem Berg in der Herbstsonne. Wunderbar. Es ging dann immer noch ein Stückchen bergauf nach der Mittagspause. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Jacke auch noch rausgezogen. Zum Mittag gab es Schinkenbrot, Käse und ein bisschen Obst. Und was natürlich nicht fehlen darf in der Frankfurter Gegend, ist ein schönes Glas Apfelwein. Na, weiter geht's. Hier ging es jetzt so schön bergab, da habe ich eine schöne Geschwindigkeit drauf gehabt. Da hätte ich jetzt beinahe hier den Abzweig verpasst, weil hier geht es jetzt nach Bergen rüber. Durch Bergen-Enkheim durchgefahren. Davor haben wir einige Steigungen gehabt. Das hatte es wirklich in sich. Es ging auch eine Weile. Notfalls, wenn man hier fährt, kann man ja auch schieben. Ist kein Problem, weil die Aussicht lohnt sich wirklich. Und jetzt geht es weiter auf meiner Grüngürteltour. Hier müssen wir jetzt über den Steg, über die Bundesstraße in Richtung Bergersheim und Bräungersheim. Ja, hier in Bergersheim muss ich jetzt hier unten durch. Mal sehen, wie ich da durchkomme unter der Bahnlinie. Ja, das hat jetzt gut geklappt hier unter der Bahnlinie durch. Und nächster Ort müsste dann, glaube ich, Eschersheim sein. Ja, kurz vor Eschersheim, wie wir jetzt schon gemerkt haben, fahren wir am Fluss entlang, und zwar an der Nida. Das ist auch ein schöner, idyllischer Fluss.
Nida ist überquert und jetzt geht es auf der anderen Seite von der Nida entlang. Ja, hier gibt es einen Engpass. Es geht weiter. So, Eschersheim haben wir auch jetzt passiert. Ich habe wieder die Nidda überquert auf die andere Seite. Ich fahre jetzt gerade hier am Ginnenheimer Wäldchen entlang. Und nach Hausen sind es noch 2,5 Kilometer. Volkspark Niddatal. Also nach Hausen sind wir jetzt nicht gekommen. Wir sind jetzt hier in der Nähe von Bockenheim, also ziemlich in Frankfurt drin jetzt. Und ja, mit der Ortschaft, da weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wo wir überall durchkommen. Ich kann euch jetzt nur sagen, hier lang geht es Richtung Eschborn und da fahren wir jetzt erstmal lang und dann werden wir weitersehen, wo es hingeht. Frankfurt hier, da geht es jetzt schon eine ganze Weile immer durch so Schrebergärten oder Stadtgärten und immer so ein bisschen Wald dabei. Das wechselt sich jetzt die ganze Zeit hier schon so ab und ich muss jetzt gleich mal gucken, wo es weitergeht, ja. Hier müssen wir gleich wieder abbiegen. Höchst-Sossenheim, da müssen wir raus, ja. Diese Richtung geht's weiter. Ja, jetzt ging es hier unter der Brücke durch. Da soll man normal vom Fahrrad absteigen. Manchmal kann man leicht den Kopf sich anrennen. Ich habe ihn halt ein bisschen eingezogen. Und wir sind jetzt wieder am Niddatal-Radweg angekommen. Kleine kurze Pause habe ich jetzt noch mal gemacht am schönen Niddaufer. Dazu gab es einen schönen Cappuccino und eine kleine Süßigkeit.
Bei der Brücke bin ich jetzt mit dem Fahrrad abgestiegen und da durchgelaufen. Hier heißt es öfters mal Kopf einziehen. Jetzt habe ich auch wieder den Main erreicht und zwar bin ich dann auch wieder über die Nidda drüber gefahren und zwar da hinten an dem Schiff, wo ihr seht, da fließt jetzt die Nidda in den Main ein. Da sind wir jetzt genau angekommen hier. Genau an der Stelle, da wo auch die Fähre übersetzt nach Höchst. Vorne kann man vielleicht sehen noch. Sind auch ein paar Enten. Jetzt bin ich noch mal hinter das Schiff gefahren und da ist genau das Ende von der Nidda und der breite Main. Da muss ich jetzt auch mit der Fähre übersetzen. Über den. Auf der anderen Seite vom Main angekommen, mit der Fähre übergesetzt und zwar hier bei Höchst und es geht weiter auf dem grünen Gürtel. Grüngürtel, nicht grüner Gürtel, sondern Grüngürtel. Standpunkt. Wir sind jetzt hier bei Frankfurt-Schwanheim, bei Höchst sind wir übergesetzt. Und hier das Radwegschild. Wir haben den hessischen Radfernweg R3, den kennen wir auch. Und auf den Spuren des Spätlesereiters, diesen Radweg, will ich auch mal noch fahren. Ist auch ein besonderes. Alles weitere dazu, wenn es soweit ist. Ja, wenn ich jetzt so auf mein Navi gucke, sehe ich gerade, wir fahren um Schwanheim herum, parallel zu Main. Und ich habe jetzt 56,7 Kilometer zurückgelegt, also nicht mehr lang, da sind wir am Ziel. Ja, hier war gerade ein Schild zum Waldstadion, zumindest noch 3,5 Kilometer. Da in der Nähe bin ich dann auch mit meinem Auto, der Isenburger Schneise. Es wird Zeit, ein Fazit zu ziehen zu der Radtour. Die war
War eine schöne Radtour. Wegbeschaffenheit hatten wir alles dabei, von asphaltiert bis Waldwege und Schotterwege. War abwechslungsreich. Auch die schöne Steigung bei Bergen-Enkheim hat sich gelohnt, eine schöne Aussicht und das eine lange Zeit über den Taunus und über die Skyline nach Frankfurt. Der Goethe-Turm war schön. Am Mainufer entlang zu fahren war klasse. Den Mainuferweg kann ich auch empfehlen. Den Niedertal-Radweg bin ich zum ersten Mal gefahren, war super. Und jetzt geht es hier zurück, gemütlich durch den Wald. Und wenn ihr die Tour auch einmal machen wollt, vielleicht kann man es auch ein bisschen verkürzen. Was mir aufgefallen ist jetzt, man ist sehr wenig durch die Ortschaften gefahren. Es ging immer meistens außen rum. Es heißt ja wahrscheinlich auch nicht umsonst Grüngürtel. Es ist eine Radtour um den Großraum Frankfurt herum und um die Ortschaften. Okay, das war mein kleines Fazit und wir sehen uns gleich nochmal. Eigentliche Route musste ich verlassen, weil ich da nicht die Bahnunterführung benutzen konnte, weil da eine Baustelle war. Da mussten wir dann ein Stückchen hochfahren, am Waldstadion vorbei und bei der Haltestelle Stadion musste ich dann das Fahrrad unten durchtragen. Da war nur Treppe. Und ja, wir sind jetzt gleich da wieder. Wir sind auch in der Nähe vom Flughafen. Man hört jetzt schon wieder die Flugzeuge, so wie am Anfang. Ich finde, die haben aber gar nicht so arg gestört heute bei der Radtour. Und ja, ich nutze jetzt gleich die Gelegenheit, um mich bei euch zu verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gut gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.